Exodus, der Auszug aus Ägypten, vierter Teil. Mose rannte davon, so schnell er konnte und so weit er konnte. Weit weg, so weit es nur irgendwie ging. Am besten bis in ein anderes Land. Es machte ihm gar nicht so viel aus, den Palast mit seinem Luxus hinter sich zu lassen. Er hatte immer gewusst, dass das nicht sein Platz gewesen war. Er lief bis ins Land Midian. Das ist eine ordentliche Strecke. Und da fing er einfach sein Leben neu an. Er lernte eine liebe Frau kennen, er heiratete und arbeitete auf dem Land seines Schwiegervaters. Seine Frau trug übrigens den schönen Namen Zippora. Übersetzt heißt es das Vögelchen. Eine Zeit lang sieht es auch so aus, als ob das nun sein Leben sei. Und er war glücklich damit. Aber Gott hatte eben noch was anderes mit ihm vor. Eines Tages vermisste Mose eines der Schafe der Herde der Familie und machte sich auf die Suche, wie man das so macht. Man schließt die eigentliche Herde ein und dann macht man sich auf die Suche nach dem verlorenen Schaf. Ist ja ein beliebtes Thema quer durch die Bibel. Als er in abgelegenem Gebiet über einen Hügel am Berg Horeb stieg, da sah er plötzlich etwas hell leuchten, konnte gar nicht richtig hingucken. Es sah aus, als ob einer der dornigen Büsche in dieser kargen Gegend hell in Flammen steht. Aber als er näher kam, erkannte er, dass es gar keinen Rauch gab und dass der Busch auch nicht von den Flammen verzehrt wurde. Normalerweise, wenn sowas Trockenes brennt, dann brennt es einmal schnell hoch und dann geht es auch recht schnell wieder, wenn der Brennstoff alle ist, zurück. Aber hier nicht. Und plötzlich hörte er eine laute Stimme von oben. Mose, langsam, bevor du näher kommst, zieh deine Schuhe aus, denn das hier ist heiliger Boden. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Gott spricht weiter zu Mose. Er befiehlt ihm, nach Ägypten zurückzugehen und dem Pharao zu sagen, dass dieser die versklavten Israeliten gefälligst freilassen soll. Mose hat Angst. Aber Gott verspricht ihm, an seiner Seite zu sein. Ich bin da, verspricht Gott. Und er sagt ihm, das ist mein Name, das sagst du den Israeliten. Ich bin da für euch. Ich bin Gott für euch. Um etwaige Zweifler zu überzeugen, bekommt Mose einen Stab, den er in eine Schlange verwandeln kann. Mose muss gehorchen und Mose geht. Mose marschiert wieder zurück bis nach Ägypten. Dort angekommen trifft Mose seinen Bruder Aaron, offensichtlich gibt es da noch mehr in der Familie, und gemeinsam ziehen sie zum Pharao, um ihn im Namen Gottes aufzufordern, die Israeliten in die Freiheit ziehen zu lassen. Ob der Pharao dazu stimmt? Was meint ihr?